Hi Gerald von Gerald Rams hier. Heute möchte ich dir mal die wesentlichen Fußtechniken zum Schlagzeugspiel erläutern. Zum einen haben wir die Technik Ferse unten, das heißt die Ferse liegt auf dem Pedal auf, ist also nicht in der Luft. Auch die Fußspitze liegt auf dem Pedal auf und die Bewegung kommt einzig und allein aus dem Fußgelenk. Die Fußsohle bleibt die ganze Zeit auf dem Pedal aufliegen und so erzeugst du die Schlagbewegung. Du kannst offene Schläge auf der Bassdrum so machen, dass der Schlagkopf wieder zurückkommt. Und wenn du gedämpfte Schläge spielen willst, bleibst du eben mit leichtem Druck auf dem Pedal drauf. Da gibt es noch die Technik für lautere Schläge. Die erste Technik ist hauptsächlich für leisere Schläge. Da hebst du dann das ganze Bein hoch nach oben und die Ferse kommt auch nach oben. Die Fußspitze kann aufliegen, muss aber nicht. Meistens legt sie auf, damit du da weiterhin das Gefühl für das Pedal hast, macht das auf jeden Fall Sinn. Und dann kannst du die Techniken kombinieren, das heißt, du hast einen leisen und einen lauten Schlag. Okay, und da gibt es auch eine Technik, da müsstest du jetzt einen Hocker haben, einen runden Hocker ohne Lehne. Dann kannst du weiter nach hinten rutschen, sodass und den eventuell auch ein bisschen höher drehen, dass die Beine vollständig aufliegen und locker runterhängen. Dann ist die Ferse quasi oben und du kannst so nur aus dem vorderen Fuß sozusagen spielen, nur aus dem Fußgelenk. Und wichtig ist aber hier, dass der ganze Muskelstrang, oberes Bein, unteres Bein quasi entspannt ist. Aber das ist so eine zusätzliche Technik, die ich persönlich überhaupt gar nicht benutze. Ich komme mit den ersten zwei Techniken vollkommen aus. Das wird wieder wahrscheinlich auch der Fall sein. Aber du kannst ja einfach mal auch diese dritte Technik ausprobieren. Okay, ich hoffe, du hast wieder was dazugelernt. Viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns in der nächsten Stunde. Mach's gut. Bis dann.